Ach doch, Aufnahme läuft schon. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Herzlich willkommen zu Anno 1404 im Multiplayer-Modus zusammen mit dem Lars. Er hat's geschafft, er hat's geschafft. Ja, wir spielen, wie gesagt, Anno 1404. Und ich würde sagen, wir nehmen uns mal direkt hier diese Insel, auf die du gerade zufährst. Fährst du die Schwertfisch gerade? Ja. Gut. Ja, du bist ich ja auf dem Holz. Ach so, schlecht. Warte, dann nehmen wir den hier und fahren mit dem dahin. Die Orena. Mit der Orena fahren wir jetzt auf die unbewohnte Insel. Das klingt sehr erotisch. Ja. Finde ich auch total. Ja, da haben wir auch drei Steinvorkommen, zwei Solovorkommen, zwei Kohlevorkommen, zwei Eisenvorkommen und drei Bärenhöhlen. Ja gut, der hat auch kein Holz halt, ne? So, aber ist ja nicht schlimm. Dann neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Was? Wieso? Ich hab doch hier schon was. Was lädt denn da jetzt so? Was lädt denn da jetzt? Was? Gott blickt wohlwollend. Das war nur, dass du da gebaut hast. Ach so, okay, ja gut. Wenn das. Gut, möchtest du dich wieder um den Okzident und ich kümmere mich um den Orient oder wollen wir beides machen? Ja, ich würde sagen, beides, oder? Beides. Alles klar, Leitstelle, verstanden. So, ich mache hier gerade erstmal so ein Dings, ne? Und Bums. Machen wir so ein Bums und so ein Dings. Das ist gut. Ja, Anno 1404, das habe ich ja schon ganz am Anfang mal gespielt. Ja, das hat der Henry schon gespielt, da war die alle noch flüssig. Das glaube ich jetzt nicht. Hm. Ja, vielleicht ein Teil der Zuschauer schon, ne? Ja, möglich. Nee, aber das habe ich gespielt relativ zu Anfang auch mal. Hab's dann aber sein gelassen. Und jetzt im Multiplayer zusammen mit Lars. Lars und ich haben das früher gerne auch mal Exzessiv betrieben. Gefühlt nächtelang dieses Spiel gespielt und ja. Ja, jetzt ja. Jetzt hatten wir wieder Bock. Jetzt hatten wir wieder Bock und jetzt machen wir das wieder. Und der Lars, der hat ja auch offenkundig schon geile Ideen. Klar, also ich achte immer so ein bisschen auf das Auge so ein bisschen, ne? Also das muss aber was fürs Auge sein hier alles, finde ich. Lars macht hier Dinge nach Augenmaß sozusagen. Nee, ich mache hier schon Sachen fürs Auge. Ne? Auch, also, auch. Und, das hat wenig mit dem Auge selber zu tun, ne? Also. Also okay. Schon irgendwie, aber ach so, Essen habe ich vergessen. Hier, guck mal, mach noch drei Fischhütten. Boah, du haust hier ja richtig einen raus. Ich setz mal die Schwertfisch da ein bisschen beiseite, ne? Brauchst du nicht. Ja gut, soll ich mal gucken, was wir uns noch so für eine Insel nehmen? Ja, sehr gerne. Dann ich würde diese soll ich die Rieseninsel da oben nehmen? Komm, ich nehme die Rieseninsel da oben. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Meinst du in der Mitte da, ne? Oder? Oben in der Mitte, ja, genau. Ja, dann fahr hin. Wenn du meinst, dann fahr hin. Ich muss aber erstmal noch ein bisschen Holz holen. So, wir brauchen 60 Bauern, Henrik. Wie kann man 60 das Bauern? Ja, indem wir 60 Bauern machen. Ja, ich habe vergessen, wie das Spiel funktioniert. Tatsächlich so ein bisschen. Holz. Wir haben nicht genug Baumaterial, das ist blöd. Aus dem Kaiserreich. Warte mal, Holz. Holz haben wir gar nicht so viel gerade. Ich muss gerade mal gucken. Holz ist immer so ein Ding hier. Kacke. Ich bekomme regelmäßig Waren. Was denn? Aus dem Kaiserreich. Ja, Holz ist das Problem. Ich brauche nämlich noch ein Holz. Dann komm her. Ja. So, die ganzen Holzfällerhütten hier, die stelle ich erstmal provisorisch auf. Die werden nachher wieder abgerissen. Mhm. Weil das alles nachher Platz ist, den ich brauche für Dings. Mhm. Und ja, genau. Bums. Ja, richtig. Für Häuser, meine ich. Das hier. So, wir haben. Ja, doch. So, und dann hier, danke, da, dem, zack, so, und dann fahre ich jetzt da hoch. 200 Burger kriegen wir hin, oder? Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir 150 Ruhm und 20 Tonnen Werkzeug. Mhm. Sehr schön. So, wir haben Holz. Hast du Holz? Ich habe Holz, ja. Sehr gut. Ich überlege gerade, wo ich den Hafen hinbaue. Ich glaube, den baue ich hier rein in diese Bucht. Da oben ist ein bisschen blöd. Weil dann welche von beiden Inseln meinst du jetzt? Da sind zwei große Inseln. Das ist nur eine größere, glaube ich. Ne? Ja, ich nehme die größere. Du meinst die größere von beiden. Ich kann auch die kleinere nehmen.
Nee, also ich würde es mal davon abhängig machen, was da für Rohstoffe vorhanden sind auf der Insel. Weil ja, auf der anderen Insel gibt es noch Trauben. Ne? Ja, Trauben haben wir aber auch schon auf der Insel, die wir hier... stimmt, du hast recht. Ja, ist ja gut. Ich habe gar nichts gesagt. So, wir können jetzt einen Mosthof bauen. Haben wir irgendwo eine Weizen? Boah, ey, da ist ein Vulkan, das ist blöd. Die Weizensachen, wir können wir im Zweifel dazu basteln, ja, hast recht. Genau. Ich dachte, ich sag's mal. Ja, hast ja recht. Ich habe oft recht. Mhm. Wir müssen, bevor wir hier die Bürger basteln, ne? Mhm. Müssen wir... Oh, hoffentlich ist der nicht vor uns da. Oh, bitte lass den nicht vor uns da sein. Nein, er hat sie, Scheibenkleister. Also, dann nehme ich die Insel ganz rechts. Also es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten, Henrik. Ja, angreifen können wir den noch nicht. Nee, aber entweder wir lassen es sein. Eurer Siedlung ja. Es an nicht. Oder aber ja. Wir teilen uns die Insel mit dem erstmal. Ja, das findet er bestimmt nicht so geil. Ja, genau, darum geht's ja. Neues Land erschlossen. Ja. Nee, komm, ich nehme die ganz rechts außen. Die hat dieselben... Ganz außen ist doof, ne? Ja, die hat die aber dieselben Voraussetzungen, grundsätzlich. Ja. Und hat auch einige Flussbauplätze. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 Flussbauplätze. Okay. Das halte ich für gar nicht mal so schlecht. So, mir fehlt hier doch Holz. Das dauert mir wieder alles viel zu lange hier. Ich bin ja auch immer so ein ungeduldiger Geselle. Ungeduldig ist schlecht. Was soll ich machen? Ja, geduldig sein. Übe dich eine in Insel Geduld. Wurde von einem Mitspieler besiedelt. Sag nicht, dass das hier die ist. Nein, ernsthaft jetzt? Sag bloß, die hat uns die Insel von der Nase weggeschnappt. Ja. Die Blöde. Hat sie. Aber da gehe ich jetzt trotzdem drauf, oder ich nehme die... Sonst geht doch in den Orient. Nee, da kann ich ja noch nicht. Also da würde ich ja dann später... Pass auf, da nehme ich die Insel hier. Da, wo wir 7 Steine vorkommen, 2 Kohle und 5 Eisen. Ja, komm, die nehmen wir. Das ist doch fast ein Jackpot. Es sei denn, da kommt jetzt wieder jemand hin. Ja, aber parallel würde ich tatsächlich auch... Gegen ein gutes Geschäft. Ich helfe euch gerne Richtung aus. Orient gehen. Mit dem anderen Schiff da. Mach mal. Kann ich trinken, ne? Ich habe gerade das Wasser über die Tastatur gekippt. Großartig. Ja, ich weiß. So, der Großschiff. Schon. Ja, das weiß ich. Das bringe ich jetzt gerade zum. In diesem Betrieb stapeln sich die Waren ja. Besser. Der Abtransport der Waren ist nun kein Problem mehr. Boah, das ist ja eine kleine Insel, die ist ja blöd. So, das Schiff fährt jetzt Darunga. Dahin. Nee, nicht dahin. Dahin fährt's. Genau, das andere Schiff fährt in den Orient, um da erstmal, damit wir den auch besiedeln können. Gut. War denn eine Hektik hier mit dem Ganzen? Was denn? Ja, ihr... Dings, ja. So, und diese Insel nehmen wir uns dann, die große hier in der Mitte. Mit den mit dem viel fruchtbaren Land. Dann müssen wir nicht so viele Noriases bauen. Was ist hier der Plural von Noria? Nurien? Noriä, oder? Ich hab keinen blassen Schimmer, Henrik. Ja, gut, ich auch nicht.
Sowas brauchst du mich auch nicht fragen. Ja, für gewöhnlich brauchen wir sowas ja auch nicht. Mit eurer Anerkennung zum Geht's hier Ausdruck gut? Bringen. Ja. Oder? Ja. Zack. Und auch das, zack. So, wunderbar. Das gehört jetzt beides uns. So. So. Ach, schön, dass er uns vertraut. Ich mag das, wenn man uns vertraut. Ja, ich auch. Ich warte jetzt hier auf das Schiff von dem. Und dann bastel ich uns da mal auf die unbewohnte Insel, die direkt unter unserer Goldfurt-Insel liegt. Nehmt dieses Schiff als Zeichen. So, dann haben wir nämlich hier auch so ein Schiffchen. Haha. So, und dann bauen wir den Hafen dahin. Das ist wie in so einer kleinen Bucht. Das ist schön. Das gefällt mir. Und das ist die Hauptsache. So, das mit dem Holz geht hier wirklich sehr langsam. Das nervt mich auch zugegebenermaßen etwas. Ja, ich bastel uns hier mal so ein paar oben in dem, da wo ich gerade bin, so ein paar. Das war sehr präzise. Ich mag so eine präzise Wurst. Ja, da bin ich besonders gut drin. So, zack. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, die produzieren jetzt Holz. Sehr gut. So, dann kann man hier die nächste Kapelle bauen. Ach, der Lars, der hat hier schon wunderbar auf Optik geachtet. Klar. Ich bin so begeistert. Wenn ich zu viel Gold verbrauche, bremst mich bitte, ja? Doch, im Moment ist ja alles gut. So, ab 35.000 würde ich dann tatsächlich mal gucken, dass wir nicht mehr ganz so inflationär damit umgehen. Aber im Moment haben wir da ja noch Redundanz. Wir müssen ja halt auch ein bisschen auf die Steuern achten. Ja, Steuern kümmere ich mich gleich drum, wenn ich ja ein bisschen mehr Häuser baue. Ja, alles gerade gucke ich erstmal, dass die Bedürfnisse erfüllt sind, dass wir gleich aufsteigen können, damit die entsprechend ja, mehr Steuern zahlen können. Ich würde sagen, wir warten mit dem Aufsteigen so lange, bis ich hier unten im... Nutzt diese Baupläne. Naja, wobei Bürger können ja ruhig werden, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Oder? Ja, aber die brauchen ja dann hier so, wie nannte sich das? Ich schlage ein. Gewürze? Gewürze, genau. Ist ja nicht so schlimm, die brauchen sie eigentlich auch nur zum Aufsteigen. Na, die gehen ja nicht zurück, wenn sie die nicht bekommen. Hauptsache, die Grundbedürfnisse sind erfüllt, die sie jetzt auch als Einwohner brauchen. Ja. Als Bauern, oder was? Das ist jetzt natürlich, ja, okay, das ist natürlich richtig. So, ich habe jetzt in Aschgabat mal ein bisschen den Handel ein bisschen nach oben gesetzt, weil wir das ja sicherlich brauchen werden. So, und dann werde ich jetzt mal einen kleines Markthaus hier. Kleines Markthaus. So, da hinsetzen. Gehen von da aus nämlich die da runter. Und dann könnten wir hier mal eine Daddelplantage. Eine Daddelplantage. So, da setzen wir mal ein Feld so, noch ein Feld so und dann noch ein Feld so und noch ein Feld so und noch ein Feld so. Dann eine zweite Daddel. Daddelplantage. Dahin. So, da müssen wir jetzt gucken, wie wir da die Felder vernünftig dran basteln können. So, zwei Dattelplantagen, das heißt, die aus der Siedlung hier könnten dann gleich auch vernünftig versorgt werden. Perfekt. Gut. So, Mostproduktion läuft auch. Ach, so muss ich hier noch. Holzfällehütte. Haha.
Mostproduktion läuft. Alles klar. So, wo hast du dich denn jetzt breit gemacht? Auf welcher Insel? Unten. Und oben. Ja, danke. Gerne. Das war wieder sehr präzise. Dankeschön. Ja. Ach, hier, glaube ich. Ja, okay. Ich weiß jetzt, wo. Geschenk des Orients. Cool. Das ist ja direkt nebenan. Ja, genau. Das war mir wichtig. Geil. So, 145 Nomaden brauchen wir. Das ist auch direkt in der Nähe zu dem Großvisier. Genau. Ach, krass. So, da kommt gerade der erste Most. Das heißt, gleich kann ich die Aufstiegsrechte freigeben. Mhm. Die Nomaden ziehen jetzt alle ein, das ist klasse. Die haben auch erstmal genug zu essen. Das sieht auch gut aus. Da wird erstmal genug produziert, denke ich, hier unten. Sag mal, mit dem Holz kommst du nicht so richtig aus, ne? Ja, es dauert halt ewig, bis das produziert ist, ne? Holzflöten habe ich prinzipiell genug. Nur die Produktion kommt nicht so ganz hinterher. Pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Das Problem ist halt auch, dass die, dass das Kontor und die Markthäuser nicht ganz hinterherkommen mit Einsammeln. Ja. Ihr werdet wieder von mir hören. Das glaube ich dir. Aufs Wort. So. Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Schon? Ja. Krass. Das ging schnell. Das ging super. Es geht immer super schnell. Vor allem bei Anno, ne? Wenn man einmal drin ist, dann. Schrecklich. Richtiger Tunnelblick. Ganz, ganz schrecklich. Ja, Lars, dann würde ich sagen, beenden wir die erste Folge. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das Abo, das ist kostenlos. Und Lars, wo war das nochmal? Rechts oben oder rechts unten? Rechts oben war Abo, rechts unten war ein neues Video, ne? Ist schon ein bisschen her, letztes Mal ja. Geguckt habe, wo das ist. Ja, ich meine, rechts oben könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren und rechts unten könnt ihr auch ein weiteres Video von unserem Kanal schauen. Bis zum nächsten Mal auf ATP-TV, wenn es wieder heißt Let's Play Anno 1404. Das Venedig-Add-on together. Wir haben gar nicht erwähnt, dass das Venedig-Add-on ist, ne? Das müssen wir in der nächsten Folge tun. Das ist übrigens das Venedig-Add-on. Ja, das müssen wir in der nächsten Folge tun. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.